Beginn. Na, habt ihr auch gut geschlafen? Ich schaue noch so richtig schön zerknittert aus, ne? Aber ich muss sagen, es wird Winter. Die Autos sind schon wieder gefroren. Ja, ich schaue noch zerknittert aus, ne? Aber was hilft gegen Zerknittertheit? Erstmal Kaffee. Guten Morgen. Also, wartest du gut. Also, ich ziehe mich jetzt an, dann gehen wir mit die Hunde runter. Okay? Wir sehen uns draußen. Was ist der Plan für heute? Was ist der Plan für heute? Also, jetzt genießen wir erstmal das Wetter. Jetzt erstmal eine Runde spazieren gehen. Dann Kaffee trinken. Dann kultivieren. Werden wir uns schön kultivieren und eventuell gehen wir heute noch mal ein bisschen ins Sportstudio. Eventuell gehen wir hier heute ins Sportstudio. Schauen wir halt mal. Ne? Also was wir heute auf alle Fälle machen. Im Wohnwagen gehen. Ich zeige euch heute mal einen Abschnitt, der schon ziemlich fertig ist, also fertig hergerichtet ist, das Badezimmer, aus welchen Materialien. Ich will euch zeigen, vorher und nachher. Seid gespannt. Ich gehe jetzt erstmal mit den Hunden weiter, weil es ist einfach kalt. Es ist so krass. Es ist 10 Uhr morgens und die ganzen Autos sind tiefgefroren. So krass. Einen wunderschönen guten Tag zurück bei den Mummis. Heute mal den Tag schön genießen. Nee, müssen zum Testen. Weil dieser kleine Mini-Kameramann. Die kleine Mini-Kamerafrau, wenn dann. Entschuldigung. Die kleine Mini-Kamerafrau war krank. Eine Woche. Du kannst das selber erzählen. Nein, ich kann nicht reden. Guten Morgen. Aber ich kann nicht reden. Rede du für mich, bitte. Also, sie hat die Stimme verloren, sonst hat sie mir die große Klappe. Ey! Selber. Na, wie gesagt, wir sind auf dem Weg zum Schnelltestzentrum, weil morgen wieder Schule, da ist Pflicht, wenn du krank warst, einfach einen Schnelltest mitzubringen. F in den Chat. Die labert immer rein, aber redet nicht, ne? Das ist immer dasselbe. Meine Logik vielleicht. Frau Mummi, was haben Sie zu sagen? Heute ist schönes Wetter, die Sonne scheint. Da ist zum Testzentrum eine gute Idee, zu Fuß zu gehen, statt mit dem Auto. Herrlich. Wollen Sie auch was sagen dazu? Nein, das Wetter ist scheiße. Ich könnte rausgehen, will ich aber nicht. Ich könnte mit dem City runterfahren, will ich aber auch nicht. Ich könnte ja nicht beeilen.
aber ich will mein Bett liegen und Robert spielen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, dann wird es rausgeschnitten. Oha. Wissen kann ich, oder? Also, wenn man hier mal freche Teenager sieht. Hallo. Kaum ist die Kamera auf sie gerichtet, sagt sie kein Wort mehr. Aber wehe, die Kamera ist aus. Die ist so rotzfrech. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Hört nicht auf ihn, das stimmt nicht. Hört auf mich zu filmen. Mama, sag mal, das stimmt nicht, gell? Oha. Jetzt auf mich zu filmen. Ich will gechillt laufen. Und Papa, der filmt mich einfach. Eine Frechheit. Finde ich nett. So. So sieht man hier mal die Straße, an der wir bei uns zu Hause lang gehen. Bisschen hier spazieren gehen. Weil unser Ortskern ist doch recht schön, kann man eigentlich sagen. Hör auf, so viel zu reden, die Leute wollen schauen und ich rede nur an dich. So, ich sag noch mal was. Wahnsinn! Und du weißt jetzt, was das war, Papa? Muss man alles rausschneiden. Aber dieses ist nicht. Nee, das ist cool, der muss drin bleiben. Okay? Schauen wir mal. Also, wir sind jetzt am Testzentrum angekommen. Da hinten. Da. Eine Riesenschlange. Ich muss draußen warten. Bin ich auch nicht böse drum, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich echt nicht böse drum. Würde ich sagen, dann warten wir mal. Ich kann euch ja hier ein bisschen die Gegend zeigen, aber es gibt nicht viel zu sehen bei uns. Also, dahinter ist ein Spielplatz, der gerade sehr gut besucht ist. Ach ja, man sieht, im Gegensatz zu heute Morgen bin ich frisch rasiert. War vorher noch im Training. War und habe mich danach hübsch gemacht wieder für euch. Ne? Naja, hier ist viel los. Ich melde mich nachher auf dem Rückweg, weil, wisst ihr, Datenschutz, die Leute wollen sie nicht gesehen haben, okay? Somit würde ich sagen, wir hören uns später. Und wir warten immer noch. Und warten. Und warten. Und warten. Ach ja, wir warten. Sie kommen! Sie kommen! Ist echt bequem hier. Kalt, aber bequem. So, wieder zu Hause. In meiner heiligen Küche. Und jetzt gibt es erstmal Essen machen. Das passende Video zu dem Essen heute gibt es extra. Viel Spaß. Bis später. Also Leute, das ist unser Mittagessen heute. Asiatisch mit Glasnudeln, Putenfleisch, Karotten, Zucchini, Bambussprossen. Genau. Wenn ihr sehen wollt, wie wir das gemacht haben, schaut auf das zweite Video, was dazu kommt. Und wir sehen uns am Nachmittag, wenn ich im Wohnwagen bin. So, jetzt haben wir im Wohnwagen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal das Bad. Das, was ihr in der Roomtour schon gesehen habt. Ich zeige euch jetzt erstmal, was haben wir schon geschafft. Wie haben wir das gemacht? Und wie es jetzt ist. Und ich werde auch natürlich auch Bilder zeigen, wie es davor ist. Also, was haben wir denn hier schon geschafft? Wir haben hier die Wände mit so einem Kachelmotiv. Das ist eine Art Fototapete, ist das.
gab es beim großen A recht günstig, sage ich jetzt mal, zu besorgen. Dann haben wir hier, also die ganz so wie man es da noch sieht, da ist nicht ganz abgeklebt gewesen. Das hat auch einen Grund gehabt, weil nochmal nachgestrichen wird. Also so wie da die Decke war, halt wirklich braun, wie halt komplett im Wohnwagen, haben wir erst die Decke neu gestrichen, die Wände haben wir drunter grundiert, also ich zumindest. Dann haben wir habe ich die Wände halt hier mit diesem Fliesenmuster einmal komplett ausgekleidet. Die Decke war halt so wie die Tür hier. Ob ich die noch anders verändere, das weiß ich noch nicht. Da bin ich noch nicht ganz sicher. So, haben wir hier das sogenannte Porta-Potty, was ja jedem Camper bekannt ist. Das war zum Beispiel etwas, das habe ich im guten Zustand bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken bekommen. Komplett auseinandergebaut, nochmal komplett gereinigt, desinfiziert, blitzblank sauber gemacht. Kann man sich nicht beschweren. Ich wollte erst das Licht da oben benutzen, aber das ist dann aufgefallen, dass es nur eine 12 Volt Beleuchtung war, also im Endeffekt nicht verwendbar. Weil der ganze Wohnwagen läuft auf 240 Volt. So, diese Schublade hier. Die ist nicht gekauft. Die Schublade ist komplett selber gemacht worden. Also habe ich selber gemacht. Das Brett und das ganze Zeug war Material, wo ich geschenkt gekriegt habe. Die Seitenleisten hier sind so ein altes Rollrost von meiner Tochter gewesen. Da habe ich den Korpus gebaut. Schubladenschienen habe ich nicht die normalen klassischen Auszugschienen, sondern ich habe ein altbewährtes System genommen. Hoffentlich sieht man das, dieses Holzschubsystem, was sehr schön geeignet hat zum Herstellen und super toll funktioniert. Diese Schranktüren, wie man hier sieht, da fehlt noch der Griff, ich weiß, den habe ich noch nicht eingebaut, weil ich erstmal wissen wollte, ob das hier mit der Toilette funktioniert. Es ist knapp, aber es funktioniert echt sehr, sehr gut. Man kann auch hier, die Toilette haben wir mit Absicht in diese Richtung gedreht, weil, Achtung, kurz eng, weil wenn man dann so sitzt, hat man wenigstens auch Beinfreiheit hier. Man kann dann hier so sitzen, hat Beinfreiheit, alles super. So, gut, also, und diese Türen, wie man hier sieht, wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal das Thema, billig Wohnwagen ausbauen, funktioniert das ja oder nein? Ja, es funktioniert sehr gut in meinen Augen sogar. Diese Türen hier zum Beispiel waren auch zu verschenken bei eBay Kleinanzeigen, sind Schranktüren gewesen von irgendeinem schwedischen Möbelhaus. Genau. So habe ich dann hier, da ist schon das Dachfenster, was noch im Wohnbereich reinkommt, weil das alte ist leider defekt. Das heißt der defekt, aber es taugt nicht mehr. Dahinter sieht man das Gestrichene, was aber auch nicht das Problem ist, weil da kommt noch ein Brett davor, weil wie man hier sieht, verläuft da schon die Abwasserleitung von der Küche drüben. Da kommt dann noch ein Brett rein zur Ablage, Wäsche oder keine Ahnung was. Genau. Das Gelbe ist ein alter Abwasserschlauch von dem System, was hier mal drin war. Was auch noch rauskommt, aber stört mich jetzt gerade sowieso nicht, weil es eh bald Winter ist, dann kann man nicht mehr viel weitermachen. Habe ich hier unten, weiß nicht, ob man es so sieht, schaut es nicht unbedingt professionell toll aus. Habe da so einen Holzklotz genommen, da zwei Magnete reingemacht, wie hier auch. Somit hält die Tür recht gut. Hier war
ein Versuch, die Tür einzupassen. Hat leider nicht funktioniert, deswegen hängt die noch so schief drin. Genau. So. Also, so, hier seht ihr, wo die Tür drin war, da kommt nichts rein, das wird der sogenannte Schmutzbereich, sage ich mal salopp gesagt, hier sieht man auch noch den alten gelben Schlauch, habe ich jetzt noch nicht rausgetan, weil das ganze System, was da drin ist, noch raus muss. Hier sieht man dann schon das Y-Stück, was dann reinkommt, wo dann die beiden Wasserleitungen reinkommen sollen. Hier, wie man sieht, ist halt noch nichts drin, weil ja auch noch kein Waschbecken da ist. Waschbecken habe ich noch nicht das Richtige gefunden dafür. Aufgrund dessen schaut es halt alles noch so chaotisch aus da drin. Das hier sind so alte Wasserschläuche gewesen von der Feuerwehr, von so einem alten Wandhydranten. Perfekter Druck, weil die auch druckfest sind, also halten die Abwasser auch dementsprechend auch aus oder sollten es aushalten. So, wie gesagt, hier ist nochmal die Schublade. Alles komplett selbst gemacht. Da wird es immer noch überlegen, bauen wir hier da solche Teile rein, dass das dann irgendwie nochmal geteilt wird alles. Das wissen wir noch nicht. So, da sieht man auch, diese zwei Holzbretter rechts, also so wie es da sieht, ist es drüben auch. Zip. Nur schon schauen, ob ich die Führungsschalt erwischt habe. Ja, habe ich nicht. Kurz Licht. So, wie gesagt, das ist das ganze Schubladensystem, was wir da haben. Alles komplett selbst gebaut. So, dieser Spiegel, der da unten noch ist, der noch schön dreckig ist, was ja klar ist, der soll mit da oben rankommen. Weil hier sieht man ja noch das Stromkabel. Strom ist nicht mein Fall, deswegen lassen wir das mal. Da wird noch ein Holzteil, also so ein, ich hoffe, das sieht man, da wird ein Holzrahmen rangekommen. Ich hoffe, das sieht man. Da wird ein Holzrahmen dran kommen, wo die Kabel verlegen. Und darunter werden wir dann auf Breite vom Spiegel, den werden wir zuschneiden, so eine Art Spiegelschrank bauen. Diese Leuchte, was hier hängt, zum Beispiel, auch eBay-Kleinanzeigen zu verschenken gewesen. Diese soll dann hier hinkommen als Beleuchtung. Sieht man hoffentlich schon. Die soll dann da hinkommen. Eventuell kommt hier noch so ein Eckregal rein, dass man da ein bisschen was reintun kann, wie Zahnputzbecher oder sonstiges. Hier soll dann nachher das hier sind alles alte Aufkleber, kriegt man eigentlich auch alles gut weg. Deswegen die weißen Flecken. Ich habe hier auch jetzt aktuell gerade nicht weitergemacht, weil mir halt einfach das Wetter nebenbei einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Genau, hier kommt dann, soll das Waschbecken rankommen, deswegen auch da drunter nichts drin, weil da, also wie gesagt, dann Wasch, nee. Hier soll das Waschbecken hinkommen, eher wahrscheinlich so in Bambusoptik. Ja, wie gesagt, und durch das, dass da dann später vom Waschbecken auch da der Ablauf darunter verläuft und der Wasserzulauf, haben wir deswegen, habe ich auch gesagt, okay, da kommt nichts rein, das ist rein nur fürs Wasser, dass man das auch gut zugreifen kann. Ja, auf alle Fälle, das ist das aktuelle Badezimmer. Wir wollten erst eine LED-Leiste oben drüber machen, aber die hat eindeutig nicht gehalten. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, weil ich ja hier oben das Ganze mit bestrichen habe. Gut, auf alle Fälle, das ist das aktuelle Badezimmer. Ja, mal schauen, was jetzt noch alles so geschieht. Also auf alle Fälle ist es wichtig, dass wir hier den Bereich jetzt noch so weit dicht kriegen. Wie man sieht, scheint die Sonne da nicht mehr wirklich viel durch. Wir haben das mit außen jetzt.
Wir haben das von außen jetzt dann mit Schraubzwingen erstmal zugezogen wieder, damit das Ganze sich wieder raus reindrückt. Genau. Das Ganze wird dann noch mit Dekasil oder Sikaflex, je nachdem, verklebt. Dann wird es wieder von außen verschraubt. Dann sollte es eigentlich halten. Ja, genau. Wenn ihr euch fragt, was ich für Latten dafür hergenommen habe, das sind diese Latten. Die sind so 3 auf 3 cm lang. Sind die alten Latten, die im Bett drin gelegen sind, als Lattenrost. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht wieder bei uns. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, willkommen bei die Mummies.